Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Earwolf Technics Staffel 2. Und Martin fragt sich gerade, warum da ein Ofen rumliegt. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Hier liegt Eisenerz, hier liegt ein Ofen, hier liegen Pilze. Was macht? Ja, manches Eisenerz konnte ich nicht mehr mitnehmen, weil ich zu fett bin. Ich glaube, ich muss nach oben, weil mein ganzes Inventar voll mit Ficke ist. Ich will auch nach oben, wenn mein Inventar voll ist, aber ich. Ja, ist noch Cobblestone. Keine Sau braucht Cobblestone, oder? Doch, Cobblestone ist important. Important? Impotent. Oh, warte mal, hier ist ein Gang, das sieht nach dir aus. Brauche ich das? Brauche ich den Mist? Brauche ich den Buttlich? Wo war der Wegpunkt? Ja. Sulfur, braucht man das? Name, Doch. Safe. Alter, es regnet XP, wenn du Kohle abbaust. Er ist nicht mehr normal. Ich habe einen Stack Kohle. Die Spitzhacke könnte eigentlich mal kaputt gehen, damit ich da einen neuen Slot frei habe. Was ist das für eine Einstellung? Wo ist die Treppe nach oben? Dein Poppes. Weiß ich schon, ne? Ich hab kein. Alter, jetzt habe ich keine Items mehr, um mich nach oben zu bauen. Du kannst einen Cobblestone behalten. Haha. Und Martin hat still kein Duffels. Save the world. Server crashed. Ich wollte gerade sagen, save the AIDS, kill world, aber das ist irgendwie falsch rum. Na. Ja, das wichtige Kopfohr ist halt jetzt voll. Jetzt nehme ich mal das andere Kopfohr mit. Ja, ich habe ja auch zwei Choppel. Davon habe ich nur drei. Ey, das ist doch so. Hier ist auch Choppel. Ich würde sagen, wir packen alle Erze in eine Kiste, damit sich diese Sachen gut stacken können, diese Erze, die blöden. Stacken sich halt gar nicht, das ist ja der Witz dabei. Ja doch, die gleichartigen stacken sich ja. Achso, ja. Die gleichartige, ungleichartige Scheiße, meinst du? Was ist denn gleichartig, ungleichartig? Und wo ist meine Spitzhacke hin? Im Popo. Warum schmeiß ich ja immer so einen scheiß Artblock durch die Gegend? Sind denn da mal raus? Das ist die Sache mit diesen. Ist das eine Inventory Tricks oder so? Nein, das ist diese Crafting Key Scheiße. Achso, ja, stimmt. Kann man die hohensöhnige Mist nicht irgendwo ausmachen? Nee, man kann das nur. Du kannst entweder alle Keys. Kann ich einfach den scheiß Mod rauslöschen? Ja, kannst du. Ich kann den Mod einfach rauslöschen? Nein, also. Es werden ja alle Mods geladen. Ich weiß nicht, ob du ihn disablen kannst. Ich weiß nicht mal, wie es rausgeht. Crafting Keys. Kraft mit K. Bestand Witz. Ja, war nicht witzig. Kraft. Alter, in die fette Hölle müssen wir wieder mal zurück, ey. Die ist richtig geil. Disable. Die tiefe, geile Schlucht, Alter. Ist der jetzt aus? Nee, ist eindeutig nicht. Geht eigentlich Skype noch? Ja, ich muss da einfach mal rüber gucken. Weil ich deine hässliche Hackfresse sonst nicht ertragen kann. Stimmt, du hörst mich ja trotzdem nach, wenn Skype nicht mehr geht. Das ist richtig. Das haben wir nicht. Egal. Nein, wir machen die Audio nicht über Skype. Da ist sogar noch Discord 10.000 mal besser. Du hast es einfach verstanden, ohne dass ich eine Frage gestellt habe. Ja. Ist ja nicht so, als würde ich das erst seit gestern kennen. Was, die Witze oder mich? Doch. Beides. Oder vielleicht kenne ich dich doch erst seit gestern. Vielleicht bin ich doch jemand anderes. Warum vielleicht höre bin ich immer meinen Elefanten? Hier ist noch ein Elefant. Vielleicht bin ich ja mein geheimer Zwillingsbruder. Du bist dein geheimer Zwillingsbruder. Also vielleicht bin ich ja Ringos geheimer Zwillingsbruder und ich bin gar nicht Ringo, sondern ich bin jemand anders. Ich weiß nicht, wie es auch rausgeht. Deswegen weiß ich nicht, ob es sowas wie dich zweimal gibt. Stimmt, da wäre die Welt schon lange untergegangen. Boah, diese Crafty Key. Wo steht man so? Controls? In dein Papa. All. Kann diese Scheiße einfach mal kaputt gehen jetzt? Warum geht's denn einfach kaputt? Jetzt ist er kaputt gegangen. Ja, danke, dafür hat es noch mehr Scheiße aufgenommen. Ganz ehrlich, wie ist er auf die Idee gekommen, dass dieser Mod in irgendeiner Form helfen kann? Ich dachte, der wäre eigentlich ganz cool, wenn man sich dran gewöhnt, aber halt gar nicht. Ah, hier kam ich raus. Okay, alles klar, ich bin echt ein Bongo. Was ist denn das für eine Gewöhnung, bitte? Das ist der behindertste Mod, den man nehmen kann für sowas. Also ich kann diesen Mod überhaupt nicht ab und ab. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe vergessen rauszumachen. Och, ich muss drunter leiden. Müsste man halt mal einen Patch machen. Der Soundmod ist geil.
Bis auf diesen Elefanten, der nicht da ist. Er hört Geräusche. Nein, der ist einfach nicht da. Also, Moment, das schließt sich nicht aus. Scheiße. Wie kann das denn sein, dass der Gang keinen Weg hat? So was Dummes. Ich mache jetzt hier alles zu. Ach, ich habe ja keinen Cobblestone. Alter, ich hasse mein scheiß Leben, Alter. Das Minecraft macht mich fertig, Alter. Hat. Was? Frag nicht, akzeptiere einfach meine Dummheit. Darauf ein großes Amen. Ne? Oder ein großes Bitumen. Erstmal eine Kiste machen. Erstmal die ganze Wichse irgendwo hinschmeißen, wo es keinen mehr juckt. Alter, warum baust du das unterirdisch? Du weißt doch, dass ich in dem Spiel. Warum machen wir schon wieder ein Loch, Alter? Wir machen immer Löcher. Du weißt doch, dass ich in Minecraft generell Kellerkind. Außer es ist ein. Außer. Außerdem ist es einfacher, unterirdisch zu bauen. Am Anfang, ja. Ja. Nee, nachher auch. Fang halt einfach ein Loch zu graben. Also, das ist ja jetzt im echten Leben aus. Das ist einfach. Hä, ich hab Cobblestone rausgenommen und hab Iron in der Hand? That makes no sense. Lol, weißt du, wie mein Steak aussieht? Hab ich dir das schon mal gezeigt? Wo hab ich eigentlich ein Eisenschwert her? Hab ich dir schon mal gezeigt, wie mein Steak aussieht? Ich geh mal aus dem F11 raus. Bingo. Ja. Wo hab ich das eingebrochen? Warte mal, Moment. Keine Ahnung. Ist das deins? Vielleicht ist das von einem Zombie. Warte mal. Nee, ich will mal so einen Rubble-Hügel. Rubbelhügel. Siehst du das? Das habe ich aus einem anderen Texture-Pack rausgeklaut. Boah, bist du bescheuert, ey. Ich weiß ja, warum ich das so habe. Aber ich habe das irgendwann mal aus einem Texture-Pack rausgeklaut. Das ist wie, er hat mir vorhin eine Nachricht geschickt. Ich bin ein bisschen schief. Da. Schäme er sich. Was? Das ist ganz natürlich. Ganz natürliches Behavior. Ich häng ein bisschen schief. Sie sagt natürlich, dass die Kamera jetzt nicht mehr hält. Also. Ja, bei mir auch so. Und das, da nennt sich nicht Product Placement. Das Ding steht einfach da. Das nennt man nicht Product Placement. Es ist zwar geplaced. Hey, das ist ein geplacedes Product. Das ist was anderes. Ich sehe aus, als wäre schief. Du bist schief. Ich weiß. Und ich kann es nicht beheben, weil die Kamera irgendwie rechts nach oben gezogen wird. Ist das Kabel zu schwer? Ich weiß es nicht. Ja, wow. Bin ich halt einfach ein bisschen schief. Weg die Cops. Es wird halt immer schlimmer. Ach, deshalb ist Cobblestone da dran. Warum? Scheiße, jetzt treiben die ganzen Fackeln die Treppe runter. Nein. Als ob du das jetzt aufgemacht hast. Jetzt rupst alle Fackeln weg. Alter, warum bist du eigentlich so ein seltener Bongo, Alter? Ich bin dein dummer Bongo. Du hast mich damals hier reingeholt. Okay, das hört sich jetzt verdammt schwul an, Alter. Dein dummer Bongo, ey. Du hast mich reingeholt, nicht runter. Und jetzt fängt alles an mit Hexit. Also richtig. Stimmt. Haben wir davor eigentlich schon was? Genau genommen hat das, haben wir uns kennengelernt über Tekkit. Und dann ging es weiter mit Hexit. Ja, das stimmt. Das war das erste Mal. Sag mal, ist eigentlich der... Ist eigentlich der Hexit-Server, den wir dann irgendwann mal vorgestellt haben in einem Video, ist mit der riesen Mauer derselbe gewesen, wo wir das erste Mal gespielt haben zusammen? Eigentlich schon, ne? Ich glaube, ja. Du weißt, wir hatten bis... Ich habe, glaube, bisher auf jedem Hexit-Server eine Mauer gezogen. Nur die Größe würde... Ja, bei Zombie Outbreak hast du da auch eine Mauer gezogen? Ne, da hast du keine Mauer gezogen. Oder hast du da eine Mauer gezogen? Doch, du hast um dein Apartment, um dein Grundstück. Ja gut, dein Haus war halt eine Mauer. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was wir damals gemacht haben. Ja, diese riesen Map mit den Monster-Spawnern. Okay, das gab's auch schon vorher, aber... Die Map habe ich noch. Wenn du das Grundstück meinst, doch, da war eine riesen Mauer drumherum. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war eine riesen Mauer und ich glaube, ich habe die auch irgendwann damit daheim. Martin, mal eine kurze Frage. Haben, könnte man sagen. Warum haben wir Wubber, aber keine Wubber Tree Saplings? Dieses kam aus so einem komischen Pile raus, aus diesem Stein, aus diesem Rubble Pile. Und ich habe keine Ahnung, wie das da reinkommen soll. Weißt du, was funny ist? Wir können gar nichts machen, bis wir mal Wubber Trees finden. Warum nicht?
Weil wir ja Wopper brauchen. Wofür? Für alles. Kabel. Warum ruckelt Quark. Das jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Ich hab einen Smaragd. Oder hast du irgendwas im Hintergrund laufen, irgendein Buttlisch? Ja, Skype. Prinzipbedingt. Okay, wow. Ich habe ein Emerald bekommen aus diesem scheiß Pfeil da. Was ist das denn dahin? Übelster Chunkfehler. Aus dem Rubbelpfeil. Man merkt auf jeden Fall, wo neues Gebiet generiert wird. Lecker. Alter, was ist das hier, ey? Ist das jetzt der Server? Quarz! Quarz! Cetus Quarz! Es ja. Kann losgehen. Okay. Knochen. Ich hab mich verbuggt. Der Server hat Ladeprobleme. Alter, warum Nitrado? Warum bezahlen wir für 2 GB? Wie, der hat Ladeprobleme? Komm ich hier rüber auf den Block? Ja. Willst du mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass der dieses Modpack im Stand nicht mehr schafft? Wir machen nichts. Warte mal. Das kommt mir bekannt vor aus Hexit. Ne, warte mal, das kenne ich aus Hexit. War das Hexit oder war das... Ne, es war Tekkit. Das war ein Serverproblem, oder? Damals? Also, ich habe F3A gedrückt, ist immer noch da. Und man kann auch reinlaufen und packt dann rum. Das ist ein Serverproblem. Ach so. Alter, wie kann man den Modpack machen, das selbst ohne irgendwas zu machen schon den Server killt? Ich weiß halt auch gar nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt hier Blöcke reinsetze. Nee, es geht halt gar nichts. Es ist halt einfach eine Grenze, wo gar nichts geht. Das ist richtig dumm. Du kannst da, glaube ich, auch nicht durchfallen so richtig. Nee, kannst du ohne. Man stuck da drin übel fest. Und ich komme da ohne... Ja, wow, jetzt... Ich komme da auch nicht drüber. Ich komme da ohne vorbei. Ja. Du, ich glaube, das kann man echt vergessen. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Alles ich klar. Ich mag das Modpack spielen, aber ich würde es gerne erst vernünftig patchen, wenn es okay wäre. Es funktioniert doch, wir haben das auch zusammen gespielt. Jetzt habe ich schon wieder Rubber. Nimm doch einfach die Mods raus, die kleinen Mods, die du nehmen willst. Es geht nicht um die kleinen Mods, es geht darum, dass es schon wieder anfängt zu ruckeln. Oh, ich habe aber echt eigentlich keinen Bock, das Modpack nochmal komplett umzupatchen. Du musst ja nicht komplett umpatchen, du musst einfach nur Mods... Dann läuft es auf jeden Fall flüssiger. Was willst denn du für Mods rausnehmen? Ich würde gerne einfach mal alle rausnehmen. Beziehungsweise ich würde einfach die drin lassen, die man auch braucht. Ja, wow, klar, da kannst du eh noch was nehmen. Nee, sowas wie jetzt Industrial kaufen, so muss ja logischerweise drin sein. Aber so eine Kleinigkeiten, was zum Teufel? Ja, dann guck die Modliste durch und sag mir, was man denn braucht. B war es, genau. Jetzt oder nachher? Das kannst du machen, wenn du möchtest. Schick mir dann einfach in Discord eine Liste und dann gucke ich mir das an. Und nachher geht's Modpack nicht mehr, weil einfach Sachen fehlen, die... Ja, das glaube ich, ne? Rausnehmen kann man, glaube ich, immer alles. Dann die Configs neu machen lassen, bitte. Bei den Configs kenne ich mich noch aus. Ja, da dürfen halt keine zwei Mod-IDs gleich, keine zwei Nummern. Ja, solange man doch rausnimmt, hat man doch mit den Configs kein Problem, oder? Ja, man könnte es auf jeden Fall kleiner machen. Also ich finde, das Modpack läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Aber ich weiß halt, ich würde halt echt nichts dran verändern wollen. Ich weiß noch, als Dominik das erstellt hat, als er ganz stolz verkündet hat, dass es auf stabilen 60 FPS läuft. Was? Evolve Technics oder was? Das, ja. Da kam er mal ganz stolz, hey, es läuft übrigens richtig flüssig, es sind viele Mods. Ja, das war Spaß. Aber wir haben ja nichts gemacht noch. Das war ja ein Spaß von ihm und ich glaube nicht, dass das auf EVT bezogen war. Ich glaube, das war ein anderes Modpack. Was soll es sonst gewesen sein? Also ich finde, das Modpack ist das flüssigste, was ich momentan auf diesem PC habe. Bei mir definitiv nicht. Verstehe ich aber nicht, warum. Das Flüssigste warum ist, bei mir ist... Ich frage mich halt, warum es immer noch okay bei dir. Ja, vor allem jetzt hat er kurzzeitig aufgehört. Aber vielleicht... Bringt das was? Wahrscheinlich nicht. Das Flüssigste, was ich habe, ist Fidebis Ultimate. Ich muss gerade mal kurz überlegen, dass man alles,
wollen wir erstmal die Erze durchbrutzeln oder wollen wir erstmal nur die nehmen, die wir brauchen? Nicht durchbrutzeln, du weißt warum. Oh, wie war denn das? Es gab doch diesen... Wie hieß das Ding denn? Ringo, ich hab gesagt, eine nur für Erze. Ja, sind noch mehr Erze drin. Quarz, im Prinzip. Schwefel, Eisen. Ja, okay. Nee, ich möchte aus der Kiste direkt die Maschinen betreiben. Hieß das Ding Grinder oder? Weißt du, das Ding, worauf du rumspringst? Rumspringst? Ja. War das was in dem grauen Buch? Was? Haben wir die grauen Bücher noch? Rumspringst? Warum rumspringst? Warum machst du es? Wo hab ich einen Eisenhelm her? Lass mich euch verarschen? Ich hab einen Eisenhelm, guck mal. Goldhelm wäre mir lieber. Ah, das da, genau. Und warum? Zeige ich dir gleich. Das sind echt verdammt coole Dinger. Dafür brauchen wir Eisen. Wow. Zum Glück bist du OP. Jetzt hast du sie. Warum gibst du sie mir? Ich wollte sie wegschmeißen. Wow, ja, das geht, ne? Ne, das geht, ne? Schmeiß sie irgendwo in die Ecke und lass sie verschwinden. Ne, was macht das Ding? Ja, lass mich es doch erstmal bauen. Ne, drauf rumspringen? Lass mich das doch erstmal bauen! Ich verstehe nicht, was das bringen könnte. Dann entspann dich doch einfach mal und lass es mich erstmal bauen. Das ist Ressourcenverschwendung, wenn du es nachher Das ist keine Ressourcenverschwendung, weil wir dadurch mehr Ressourcen bekommen, du Bongo. Lass mich es doch einfach mal erstmal bauen und... Wir bekommen dadurch ja nicht aktiv mehr. Doch, kriegen wir. Wenn du dich einfach mal 2 Minuten entspannen würdest. Es gibt so viele geile Maschinen, warum willst du was? Halt dein Maul. Weil wenn wir es nicht bauen würden, würdest du dich drüber aufregen, dass ich dir nicht gesagt habe, dass es sowas gibt. Meinst du? Ja, meine ich. Oh, ich brauche mehr Eisen. Mach mal mehr Eisen in den Ofen. 8 Stück brauche ich noch. Und Stone. Oh, fuck it, ey. Billiger, wa? Jedes Mal, wenn ich das Optionsmenü zumache, bleibt es kurz stehen. Ja, wenn ich ins Inventar gehe, dann ruckelt es auch immer kurz. Nicht das Inventar, das Pause-Menü. Ja, das Problem habe ich noch. Noch eine Libelle, ey. Ich weiß nicht, was der. Soll ich dir mal meine Optifine-Settings schicken? Nee, jetzt läuft's wieder. Ein bisschen F3A hämmern, dann geht das wieder. Oh. Das ist total wahllos. Ich hol gerade ein bisschen Holz noch. Kann man Poor Iron zu... Oder geht das, ne? Was ist denn da der Unterschied überhaupt? Ich weiß es, ne? Ich glaube, da bekommt man nur Iron Nuggets oder Dust oder irgendwie sowas raus. Ja, wenn du das in Pulverizer oder so reinschmeißt, kommt... Ja, man bekommt da immer nur 2 Nuggets raus, Alter. Das ist halt richtig dumm. Nugget Ice. Da müssen wir es halt zusammencraften, das ist aber... Ja, jetzt habe ich das angefangen zu brennen. Wie macht man das? Braucht man 4 Nuggets? Ne, natürlich 9. Hm. Wo ist der Eingang? Ja. Ich hasse sowas. Einzige, was mir bei Ultimate noch fehlt, muss ich nachpatchen, ist Tree Capacitor. Hm. Und Logistic Pipes muss noch rein. Bei Ultimate? Ist Logistic Pipes? Ultimate. Nimm mit dabei. Nee, ist nicht drin. Dachte ich auch. Wir hatten das damals aber von Hand drüber installiert auf unserem Server. Weil wir es unbedingt wollten. Es ist standardmäßig nicht mit drin. Die Frage ist immer nur, warum. Interessant, wusste ich auch noch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal. Also überhaupt kein. Da ist nicht ein Mod mit L drin oder was? Nee, echt nicht. Es gibt keinen Mod mit L bei Ultimate. Wie heißt das? Ach ja, Buildcraft heißt das, wenn du normale Pipes hast. Ja. Und darauf baut ja Logistik-Pipes auf und das ist einfach geil. Oh.
Alter, ich hab mich gerade über erschrocken, weil auf einmal dein Face so nahe kam. Wie nah ist es? Oh. So, pass mal auf, Martin. Komm mal her. So. Was ist denn Advanced Power Man? Komm mal her, du wolltest doch wissen, was das Ding macht, so dringend. Ja, Moment. Was heißt da dringend? So, du stellst das hier hin, nimmst irgendein Erz in die Hand, nehmen wir jetzt mal Eisenerz. Habe ich das ganze Eisenerz jetzt hingepfeffert? Hier, warte. Also so wie sich das gerade angehört hat, ruckelt damit so komplett. See. Und jetzt? Ja, warte mal, das ist dumm. Das ist dumm. So. Und jetzt hast du hier zwei Eisendust raus. Und wenn du das ein paar Mal machst, du brauchst ja bloß mal in das Buch gucken, wenn du das ein paar Mal machst, dann kannst du irgendwann, hast du die Möglichkeit, einen Semi-Automatic-Duster zu bauen, den kannst du damit Energie speisen und dann kannst du das halt automatisch machen. Dann gibt es einen Mechanical-Duster und einen Kinetic-Duster. Ganz normalen Macerator-Overweiser. Ja, aber wenn du das ja doch am Anfang hast, das ist doch auch gar nicht so schlecht, oder? Da kannst du ja erstmal am Anfang das verdoppeln. Du brauchst ja dafür nicht viel. Du brauchst dafür ein bisschen weniger, ja. So, und ich meine, das Einzelne rauszuholen, das geht ja schnell. Sieht aus wie ein Kind, was auf seinen Bauklötzen rumpelt. So, und ich mache jetzt mal genug dafür, dass wir noch einen bauen können, und dann kannst du ja mit rumhüpfen. Bis du genug gemacht hast, da können wir auch einen Messerator draus bauen. Ja, oder so halt. Aber das war erstmal wenigstens halt das Verdoppeln. Die Frage ist, was ist billiger, Pulverweiser oder Messerator? Tippe auf den Messerator. Müsstest ja mal eine Summe zusammenstellen, was du brauchst. Problem ist, du brauchst Redstone tatsächlich. Für beides, oder? Ja, sowohl als auch. Wir haben noch kein Redstone? Nö, bezweifle ich. Wir haben noch nie mal eine Eisenhacke. Hab ich. Die Sache ist, ich habe halt noch nicht auf der Ebene gemeint, wo es das eventuell geben würde. Dieser Scheißwort! Alter. Ja, den kannst du doch kleinzeitig einfach rausnehmen. Ja, irgendwie nicht. Ja, der wird ja noch nicht geladen. Den musst du erst das neue Pack, Modpack neu starten. Das werden ja erstmal alle Mods in den RAM geladen. Ist dieser blöde Blockmod, ist der kleinzeitig. Das ist jetzt heiß. Ich will ihn los haben, ganz ehrlich. Der ist scheiße. Das ist einer von denen, der rauskommt. Nehmen wir dann noch eine Folge auf. Inwiefern? Naja, wir haben jetzt zwei Folgen, nehmen wir dann noch eine Folge auf. Ja, warum nicht? Jetzt kommen wir jetzt nichts. Ja gut, aber mehr als drei würde ich heute nicht machen. Natürlich sind hier keine Schafe. Unmotiviert, wa? Nee, einfach sonst zu viel Material. Dann können wir es nächste Wochenende nochmal spielen. Natürlich sind hier keine Schafe. Ich baue erstmal einen ordentlichen Aufgang, ey. Das ist ja zum Kotzen, ja. Sonnenaufgang. Boah, ey, die Mucke von dir erinnert mich immer wieder an deine alten Ticket Let's Plays, Alter. Ich finde die Mucke von mir. Ja, die gerade, die ich dir gezeigt habe. Achso. Hab ich das damals irgendwann benutzt? Wieso höre ich eigentlich deinen Sound nicht über dein Mikro mehr? Oder hört sich das aber nur so an, weil du so weit vorne bist? Das Mikro hängt hinten an mir. Sozusagen, das war real weit weg. Das hängt hier, also ist ein Stück hinter meinem Kopf. So. Ja, jetzt hört sich besser an. Wow. Ich könnte mir das hier so anbinden, weißt du? An deinen. Oder ich nehme Waffe. Ja, bindet dir bitte dein Mikro an deinen Kopf. Dieses ein. Ding und den alten Infrarotsensor und dann soll sich ein mit drehen. Hm. Wahrscheinlich dann meist, ich lehne mich zurück, komme davor. Ja. Einmal ins linke Auge. Ewolf Technik, juckt mich nicht. So, gib ihm. Den Mod könnten wir auch rausnehmen, der ist nämlich einfach nur dumm. Welchen? Das ist ja. Das ist einfach nur nervig.
Wir können schon das mal patchen, aber da muss ich wirklich alles neu machen. Da muss ich das Modpack nochmal komplett neu hochladen, aber der das Mod geht ja. Der Mod ist weg, yay. Da muss ich das aber über Nacht machen, kann ich ja über meinen Pi machen, ist ja das Problem. Was? Hochladen? Das Modpack muss ich nochmal neu hochladen, dann müssen wir das... Wie groß ist das Ding? Ich glaube 100 Megabyte oder so, puh, keine Ahnung. Aber das Problem ist wahrscheinlich, wenn du die rausnimmst, dann musst du die Karte neu generieren. Hast du... Kann man dann einfach drauf im Singleplayer und dann... Ich meine, jetzt könnte ja sein, dass dann da auch Ärzte verschwinden und so eine Späße. Dass dann das, ja, das kann ja passieren, dann sind halt die Blöcke einfach nicht mehr da. Oder er sagt dann, hey, da fehlt ein Block, kann ich nicht laden. Weiß nicht, was das ist. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Hm? Hm. Also dann lassen wir es einfach so. Und nehmen nur die kleinseitigen dummen Mods raus oder so. Was mache ich eigentlich gerade? Also so ziemlich alle. Ich weiß gar nicht, was ja kleinzeitig noch mit dabei ist, was jetzt... Zu viel. Warum soll ich mir eigentlich Spiele... Ich hole mir jetzt kurz ein paar Emeralds und mache mir eine Meisterspitzhacke. Die guten. Mit Emeralds? Ja, diese bunten Spitzhacken. Achso, du meinst Smaragd. Und sowas. Weil Emerald, daraus kannst du ja nichts machen. Ein Emerald ist ein Smaragd. Ja, ich weiß, aber das sind ja nicht diese Emeralds, das sind ja andere. Du meinst ja, ja jetzt bestimmt nicht die Emeralds, die heißen, in Minecraft Vanilla gibt. Die heißen gibt. Inzwischen grüner Saphir, ja. Nennt sich inzwischen Green Sapphire, ja. Mit was fängt man denn an? Mit dem Generator erstmal, oder? Ne, warte mal, was wollten wir jetzt? Wollten wir einen Pulverizer oder einen... Ich weiß nicht, was besser ist, ganz ehrlich. Ich würde einen Macerator machen, da kann man mehr aufbauen daraus. Weil das Problem ist, beim Pulverizer kommt ja nicht nur das raus, was du reinschmeißt, sondern auch noch eine gewisse Chance noch bestimmte andere Sachen. Deswegen ich würde es auf EZ2 anfangen. Würde ich nicht. Warum nicht? Au! Wie generiert man gleich nochmal mit den Motoren, ne? Ja. Gibt's ja auch noch halt mit IC2, ja. IC2 und Elektromod. Was war denn der Unterschied zwischen Combustion und Stirling Engine? Stirling mit Holz, Combustion mit Sprit. Creative Engine? Hobby ist Steam Engine, was war denn das? Keine Ahnung, wo kann ich. Oder Commercial Steam Engine. Weißt du? Industrial Steam Engine. Ich hab mir gerade eine Eisenspitzhacke gemacht und vorhin ein Schwert. Und es kam gerade beides aus seinem scheiß Wappel-Ding raus. Jetzt habe ich zwei Eisenhacken, zwei Schwerter aus Eisen. Muss mich echt verarschen. Hä? Da kam eine Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert gerade raus. Echt jetzt? Ja. Das ist. Also baue ich jetzt eine Stirling Engine im Prinzip. Weiß ich nicht. Jawohl, kann ich mein Lieblingsitem wieder bauen. In den Pisten. Oh, wir haben ein Redstone. Wahrscheinlich auch so ein scheiß Wabbelbugel. Was ist denn ein Astral Silver? Ich glaube, du findest Zeug, was man da finden sollte. Ja, ich habe astrale Begegnungen. Ich würde sagen, die Folge ist auch wieder vorbei, würde ich sagen. Aha. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, warum ich immer noch Steve Skin habe, aber ja. Bis dann, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Hallo Steve. Tschüss.